Guten Morgen, mein Lieben. Ich dachte, ich nehme euch mal mit heute. Wir waren gestern beim Frauenarzt und wir haben das Geschlecht erfahren. Und dieser Vlog, ja, kommt ein bisschen später, denn ich werde euch heute verraten, was es ist natürlich. Denn das Outing-Video wird vor diesem Video online kommen. Ich wollte euch heute aber mitnehmen. Erstens beim Outing-Video-Dreh. So ein bisschen. Also ich wollte euch so ein bisschen zeigen, wie ich das mache, was ich so aufnehme. Wir haben gestern schon den Luftballon zerplatzen lassen. Und genau, da wollte ich aber noch so ein bisschen drumrum irgendwas machen. Und da habe ich auch schon ein paar Ideen. Und da wollte ich euch dann so ein bisschen mitnehmen, dass ihr es auch so ein bisschen hinter den Kulissen mal seht. Und ich habe gestern schon angefangen, die Babysachen auszusortieren. Denn es wird ja ein Junge, das wisst ihr ja. Und ja, wir haben natürlich noch ein paar rosane Sachen von Lia. Ich habe ja alles aufbewahrt, was mir einfach sehr am Herzen lag. Ich habe nicht alles aufbewahrt. Es ist auch sehr, sehr viel zu meinen Schwestern gewandert, natürlich, die ja auch jeweils zwei Jungs haben. Aber natürlich sind da ein paar rosane Sachen dabei. Und die habe ich jetzt gestern schon so ein bisschen aussortiert. Ich wollte euch aber noch mitnehmen, denn eine Kiste habe ich noch vor mir. Außerdem wollte ich gerne sortieren, was wir denn noch brauchen. Genau. Also 50, 56 habe ich eigentlich fast ausschließlich in Grau, Weiß, Braun. Also da denke ich, brauchen wir gar nicht mehr so viel. Und wenn, dann bekomme ich da auf jeden Fall auch noch was von meinen Schwestern. Ich möchte mich da aber auch nicht so überhäufen. Also ich weiß, Lia war ein Spuckkind, aber ich denke, dass ich da ganz gut fahre mit meinen Sachen, die ich noch da habe. Aber wie gesagt, wir schauen das nachher alles zusammen durch. Lia hat hier gerade das Verdeck für unseren Buggy ausgepackt. Unser Buggy ist ja rosa, aber das Coole daran ist, und ich bin so froh, dass ich das mitbestellt habe, das Coole daran ist, dass man das Verdeck einfach austauschen kann und dann ist der Buggy einfach grau meliert, seht ihr hier. Und genau, das ist also das neue Dach, der für den Fall, dass der Bruder dann in dem Buggy sitzt, haben wir dann direkt so ein graues Dach. Genau, und das ist eigentlich das, was ich euch heute, ja, wo ich euch mitnehmen möchte. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. So, wir sind jetzt gerade aufgestanden. Wir haben es ungefähr 8 Uhr. Also wir sind um kurz nach 7 aufgestanden mit Papa zusammen. Feuer? Nein, das ist kein Feuer. Er fährt los, unser Nachbar fährt los zur Arbeit, ne? Mit seinem Auto. Ja, mit seinem Auto. Lia muss jetzt gleich noch frisch gemacht werden. Ich habe schon Zähne geputzt und meine Schilddrüsentablette genommen und Haare gekämmt. Ich möchte nachher aber auf jeden Fall noch Haare waschen. Genau, aber ich bin soweit schon mal fertig. Habe ich schon mal angezogen. Und ich muss die Kleine aber noch fertig machen. Sie braucht eine neue Windel. Sie braucht noch ein neues Outfit. Die ist noch im Schlafanzug. Haare kämmen, Zähne putzen. Das wollte ich jetzt gleich noch machen, aber sie war gerade so beschäftigt am Spielen da oben. Und deswegen habe ich sie einfach mal gelassen. Und genau. Was wollte ich noch erzählen? Beim Frauenarzt war alles gut. Dem Baby, also ihm, kann ich ja endlich sagen, geht es super. Er war sehr aktiv. Genau. Aber sonst alles mehr erfahrt ihr dann im nächsten Schwangerschaftsupdate. Da werde ich dann auch über den Frauenarzt berichten und ja, was da alles so rausgekommen ist, wie groß der Kleine ist und so. Ist Auto losgefahren? Ja, der fährt unser Nachbar jetzt zur Arbeit, ne? Kleine liebt das, wenn hier die Fenster auf sind. Übrigens. Ja, der fährt jetzt zur Arbeit. So wie Papa. Papa ist auch auf Arbeit, ne? Ja. Im Auto, ja. Papa ist auch im Auto. Und der bringt heute sein Motorrad zum TÜV, ne? Deswegen hat er seinen Helm und so mit. Er bringt sein Motorrad zum TÜV. Sag mal, was? Was? Ja, Papa fährt mit seinem Motorrad. Ich muss nachher übrigens auch einen Termin für mein Motorrad machen beim TÜV. Ganz wichtig, damit das nächste Woche zum TÜV kommt, denn Mama möchte ihr Motorrad verkaufen. Und mit neuem TÜV, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, ein Motorrad zu verkaufen. Ja, schön zur Anfangssaison jetzt, Frühlingssaison. Und ich hoffe, ich kriege da noch was für. Also, es ist eigentlich ein Neufahrzeug. Es hat gerade mal die 1000 Kilometer und wäre ein Motorrad,
auch besitzt, weiß, 1000 Kilometer, das ist einfach gar nichts. Da kriegt er gerade mal den ersten richtigen Ölwechsel und das Einfahröl kommt raus. Genau, also es ist ein Neufahrzeug und ich habe mir das gekauft kurz vor Lias Schwangerschaft, also 2, 3 Monate vorher. Total doof. Dann war ich mit Lia schwanger, bin in der Schwangerschaft noch ein bisschen gefahren, aber nur die ersten 3 Monate, glaube ich, und auch nur ein- oder zweimal, weil dann passte die Lederkombi gar nicht mehr. Und jetzt, nee, das ist nichts für dich, Schatz. Tust das bitte wieder in den Müll? Tust es mal in den Müll, Schatz. Genau. Und dann, ja, bin ich nach der Schwangerschaft von Lia, ich glaube, ich auch einmal gefahren, als sie schon ein bisschen älter war. Und seitdem steht das Motorrad oben. Und das ist mir zu schade. Dafür ist es mir auch zu teuer. Und genau, man bekommt da einfach noch was für. Das Motorradfahren ist für mich trotzdem nicht raus aus der Welt, nur weil ich jetzt schwanger bin, sondern ich habe sowieso einen anderen Wunsch für einen Motorradführerschein. Ja, für einen Motorradführerschein und für einen Motorrad. Ich kann ja nämlich schon den großen Führerschein machen. Hast du in den Müll geschmissen? Ja. Super. Und genau, deswegen werde ich mir dann nach dieser Schwangerschaft werde ich den großen Führerschein machen. Und mir dann auch ein neues Motorrad kaufen. Hier seht ihr noch Lias Schlafanzug mit der Nachtwindelbüchse, die wir noch austauschen müssen. Wo sind Mäh? Sie meint ihr Pferd. Genau, toll. Ein Pferd. Ja, sie sagt immer, das macht Mäh. Sie versteht es noch nicht so ganz, dass es Hü macht. Das wieder hoch? Aber das können wir eigentlich immer in deine Spielzeugkiste packen nachher. Hier liegt übrigens super viel rum. Ich möchte nachher auch nochmal diese Spielzeugkiste hier aussortieren, denn Leute, erschreckt euch nicht. Oh mein Gott, wir schmeißen da mal alles rein, wenn wir hier aufräumen abends, weil sie spielt natürlich den ganzen Tag hier. Genau, aber ich wollte es mal aussortieren. Da ist so viel drin, dass sie gar nicht mehr braucht. Und hier haben wir übrigens schon so ein bisschen osterlich dekoriert. Ich habe mich ja so mal so ein bisschen rangetrauert hier, aber genau, nicht viel. Ich habe einfach hier nur so einen Hasen gekauft, das hatte ich noch vom letzten Jahr und hier nur so ein paar neue Eier. Genau, habe ich so. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache so ein Video zu, wo ich nur einmal zeige, erstens, was für einen Zwillings- oder Geschwisterwagen wir haben und was der alles kann und alles. Und genau, deswegen wollte ich die ganzen Sachen mal rauskramen, das ist auch noch alles original verpackt. Wir haben das alles direkt damals gekauft mit dem Kinderwagen zusammen, damit wir das einfach alles da haben, weil es war ja klar für uns, es kommt ein zweites Kind und deswegen, genau, haben wir alles schon zum Kinderwagen dazu gekauft, denn unseren Geschwisterwagen kann man auch als Einzelwagen benutzen, also für ein Kind oder eben für zwei oder auch für Zwillinge. Und genau, deswegen haben wir direkt, als wir den, also wir benutzen den jetzt für Lia. Oh! Und dann haben wir aber direkt das ganze Zubehör dazu gekauft. Guck mal, hier ist eine abgefallen, ne? Die müssen wir wieder reinleimen. So, wo sind die Kugeln? Papa gestern weggenommen, ne? Weil du die im Mund genommen hast, ja. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo die sind. Wollen wir jetzt erstmal dich umziehen, Schatz? Und dann essen? Und dann muss auch noch der Nasko raus. Nassi, wo bist du? Dickerle? Hier ist der Nassi. Ja, guck mal, Nassi macht Haie. Der muss aber unbedingt raus. Der war noch gar nicht Gassi heute. Ne? Müssen wir auch noch machen. Ist auch noch Gassi. Hallo, winkst du ihm? Du bist ja süß. So, ich suche jetzt gerade alle Sachen raus. Hier liegt schon mal eine Überhose. Ist total dunkel hier, ne? So. Fenster ist auch beschlagen, ja. Also eine Überhose als Windel. Brauchen wir noch eine Einlage und Pre-Fall? Pre-Fall. Einlage. Und dann brauchst du noch was zum Anziehen gleich. Aber sie spielt gerade noch im Bad mit der neuen Babybadewanne. Ja, Schatz. Ja, kommst du her? Einmal umziehen? Hier, Nassi ist da, ne? Zieh heute mal diese Hose an. Die hat sie schon lange nicht mehr an und bevor die nicht mehr passt, ziehen wir die nochmal an. Und mir ist aufgefallen, wir haben einfach so viele Bodies. Damals brauchte Lia so viele, weil sie gespuckt hat. Und das habe ich natürlich weitergeführt. Jetzt natürlich auch bis 92. Ja. Und dann siehe da, platzen die aus allen Nähten. Also hier musste ich die sogar schon stapeln. Weil wir einfach viel zu viele haben.
Genau. Aber ja. Danach kaufe ich auch keine mehr, weil es soll ja jetzt auch langsam trocken werden im Sommer. So, jetzt muss ich nur gucken, was hier zu der Hose dazu passt. Ich denke, der rosa hier ist ganz gut. Ist auch ein Langarm, ja. Ich habe ja natürlich hier auch schon so ein paar Kurzarm noch. Weil sie trägt diese Größe schon so lange. Also trägt sie ja schon seit letztem Jahr diese Größe. Hätte ich niemals gedacht, aber die tragen sich wohl ein bisschen länger. So, dann wird das hier ihr Outfit. Gerade auch schon eine neue Wickelunterlage rausgelegt. So, das ist doch ganz süß. Gut. Dann am besten noch so ein kleines Pulloverchen drüber. Schauen wir mal hier, was wir finden. Am besten so was Dünnes oder so ein kleines Jäckchen, was wir jederzeit aussortieren könnten. Hier ist so ein Jäckchen, das ist gut. Das kann sie dann jederzeit ausziehen, wenn es doch zu warm wird. Haben wir das auch schon mal. Sie noch zwei Waschlappen holen, weil sie bestimmt gescheatert hat. Ja, Nassi ist doch da. Den kannst du immer noch spielen. Ja, kannst du gleich mal weiter spielen mit Nassi. Wollen wir gleich einen Zopf machen? Ja, hier ist ja mein Zopfgummi. So. Kind ist fertig und hier seht ihr das Chaos, was ich meinte. Das ist jetzt alles Mädels, wie ihr seht. Auch total schade hier mit dem Overall. Der ist übrigens noch voll gekotzt. Ich habe den noch gar nicht gewaschen. Ich habe den damals einfach nur reingepackt. Genau. Total schade, aber das ist nicht schlimm. Wir bewahren die meisten Sachen davon auf. Also zum Beispiel diesen Overall werde ich jetzt nicht verkaufen. Einfach, falls, also es wird wahrscheinlich ein drittes Kind geben und dementsprechend bewahren wir die Sachen auf. Ich hänge einfach total da dran. Auch hier zum Beispiel an, da war der Hund gerade drauf, an diesem Strampler. Das ist mir einfach ein bisschen zu mädchenhaft und das ja, muss man einfach selber entscheiden. Aber auch den werde ich aufbewahren, weil der erinnert mich einfach so sehr an Lias Zeit. Und auch dieser hier, den hatte sie auch sehr oft an damals. Aber auch das ist mir ein bisschen zu Mädchen. Aber auch den werden wir aufbewahren. Und dann natürlich auch ein paar andere Sachen, zum Beispiel ihr Kleidchen, was sie zum ersten Geburtstag anhatte. Oder diese kleine Jacke hier, die hatte sie direkt an, als wir nach Hause gekommen sind. Das sind einfach so Sachen, die verbindet man mit etwas und die möchte ich einfach nicht hergeben. Und falls dann doch nochmal ein Kind kommt, dann freut sich das nächste Mädchen darüber. Aber wie ihr seht, haben wir hier auch einen großen Haufen mit neutralen Sachen beziehungsweise Jungssachen. Also wir haben richtig viele Bodys, wir haben ganz viele Strampler und Jacken. Und ja, also ihr seht, wir haben hier doch eine ganz schöne Menge noch. Und ich denke, so viel brauchen wir auch nicht mehr. Und wie gesagt, eine Kiste habe ich auch noch oben. Das waren jetzt hier nur die zwei Kisten. Wir werden jetzt aber erstmal frühstücken und danach setze ich mich hier ran. Denn gestern beim Frauenarzt habe ich übrigens das Fenster gerade aufgemacht. Nicht, dass ihr euch wundert, warum es hier so laut ist. Und Lia spielt auch gerade. Genau, die Frauenärztin, da habe ich das Thema Kreislaufprobleme angesprochen, weil das echt sehr, sehr schlimm ist und ich jedes Mal im Supermarkt umkippe. Und da hat sie gesagt, dass mein Eisenwert und alles gut aussieht. Also so vom Blutwert ist alles in Ordnung. Aber es liegt einfach an mir, an meiner Statur. Ich bin sehr dünn, sehr zierlich mit meinen 45 Kilo auf 1,65. Und ich habe auch einen sehr niedrigen Blutdruck, was bei anderen Menschen schon gefährlich wäre. Bei mir aber einfach normal ist, weil sie das, wie gesagt, schon von mir kennen aus Lias Schwangerschaft. Und ja, ich habe einfach einen sehr niedrigen Blutdruck, auch wenn ich aufgeregt bin. Also gestern war ich sehr aufgeregt, hatte trotzdem einen sehr niedrigen Blutdruck. Genau, und deswegen soll ich einfach viel mehr essen. Ich soll früher essen am Tag, weil jetzt merke ich schon langsam, dass eben der Kreislauf anfängt und ich jetzt einfach was essen muss. Das Problem ist halt, dass ich diese Schilddrüsentabletten nehmen muss und die braucht halt eine halbe Stunde. Und wo habe ich denn hier? Da habe ich eine Feder. genau. Aber ich soll halt viel mehr essen und auch früher essen und am besten die ganze Zeit essen. Also mal zwischendurch und sowas.
Genau, also falls ihr die Probleme auch habt und Eisenmangel und sowas, ist also Eisen ist in Ordnung. Einfach mehr essen, ein bisschen mehr so regelmäßiger essen und vor allem nicht so wie ich manchmal das Frühstücken auslassen. Da bin ich nämlich sehr, sehr gut drin. Das spielt die Kleine übrigens gerade. In ihre Ecke. So, wenn ich das sehe, oh Gott, ey, dann ist man schon langsam aufgeregt hier mit dem kleinen Mäuschen. Naja, so langsam wird das alles real. So, ich mache uns jetzt gerade Vollkorn-Toast. Da bin ich mir mal voll. Da habe ich total die Gelüste drauf, sage ich mal. Nebenbei, während das für Lia schon mal drin ist, räume ich hier so ein bisschen auf. Beziehungsweise kann schon mal Teller rausholen für die kleine Maus. Und ich muss heute auf jeden Fall noch Müll rausbringen und die Küche aufräumen. Ich kann euch das nicht zeigen, wie das hier aussieht. Die Spülmaschine war nämlich kaputt übers Wochenende und deswegen mussten wir sie immer wieder neu anmachen, damit das Geschirr überhaupt sauber wird. Und wir haben die Fehler immer noch nicht gefunden. Und deswegen stapelt sich jetzt hier das ganze Geschirr vom Wochenende. So, Lias Essen ist fertig und die Sonne scheint jetzt gerade total schön rein. Ich habe hier einfach hier so zwei Äpfel zusammengeschnitten. Sie isst die übrigens immer um die Schale herum. Deswegen schneide ich die Schale jetzt auch nicht ab, sondern sie isst es immer so, so aus. Wenn ich die Schale abmache, isst sie keinen Apfel. Deswegen lasse ich die Schale dran. Weintrauben, die isst sie am liebsten unhalbiert. Aber das ist natürlich ein bisschen gefährlich und deswegen habe ich die jetzt halbiert hier. Genau, isst sie aber super gerne im Moment. Also wir brauchen schon mehr als eine so eine Schachtel hier in der Woche. Und hier ihr Brot mit ihrer Lieblingswurst. Das Geflügel-Mortadella könnt ihr... jetzt kann sie essen. Lia isst in ihrem Stuhl und ich esse hier. Das ist mein Frühstück. Weintrauben, Rest Apfel und Vollkorntoast mit Erdbeermarmelade. Und hier habe ich noch so ein Eisengetränk. Genau, damit es mit dem Eisen auch immer gut bleibt. So, wir sind jetzt gerade eine große Runde Gassi, sind ja auch schon gut eine halbe Stunde unterwegs, aber damit der Nasko mal richtig ausgepowert ist, wollten wir eine richtig schön große Runde gehen. Da ist Nasko, die sitzt hier im Kinderwagen und sie hält ihn die ganze Zeit, ich bin so stolz auf sie, sie macht das so toll. Läuft immer mit ihm Gassi, hält ihn immer fest. Genau, und jetzt gehen wir noch die Runde zu Ende, wir sind auch gleich schon wieder zu Hause. Da ist Nasko hoffentlich auch ausgepowert und wird sich, denke ich, mal wieder hinlegen und dann... ja, werde ich mich mal an die Babysachen machen, dass wir das auch noch fertig kriegen. Und genau, dann muss ich heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen nähen und noch ein bisschen Haushalt machen. Aber das hatte ich euch ja auch schon erzählt. So, hier seht ihr meine zwei Mäuse nochmal. Also Lia hier vorne. Und sie hält hier ganz fleißig den Nasko fest an der Leine. Und so laufen wir schon die ganze Zeit. Haben auch gleich die große Runde geschafft. Wieder zu Hause angekommen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, noch ein paar Bestellungen zu packen, damit ich die gleich mitnehmen kann, denn ich muss meinen Bruder gleich von der Schule abholen. Und genau, da wollte ich jetzt noch gleich die Bestellungen mitnehmen zur Post. Dann habe ich das auch wieder abgehakt und das wollte ich jetzt eben kurz machen.
meine Lieben. Ich habe mich jetzt etwas länger nicht gemeldet. Ich habe vorhin die Bestellungen noch fertig gemacht und meinen Bruder von der Schule abgeholt, dann die Post direkt weggebracht. Und dann waren wir noch einkaufen, denn wir wollen am Wochenende grillen. Leider habe ich aber kein Grillfleisch gefunden. Wir waren in allen Läden, die es bei uns hier in der Stadt gibt, und es war einfach nirgendwo Grillfleisch zu finden. Ich habe dann einfach hier so ein paar Mini-Pizzen mitgenommen für mich und Lia. Die essen wir jetzt gerade. Lia ist schon dabei. Und ich werde jetzt auch essen. Und sonst haben wir eigentlich noch nicht viel geschafft. Wir waren gerade eben noch im Garten, da weil Opa gerade von der Arbeit kam. Und dann haben wir noch ein bisschen im Garten gespielt. Und sonst habe ich jetzt gerade nur 2 TikToks gemacht, weil ich einfach kurz gerade die Lust und Laune hatte. Und sonst haben wir noch nicht viel geschafft, wie gesagt. Ich werde mich gleich oben an die Babysachen setzen und das alles mit euch zusammen aussortieren. So, Essen, wir sind fertig mit Essen und ich habe euch noch gar nicht hier den Jogginganzug gezeigt. Den habe ich für die Kleine gerade bei Aldi mitgenommen. Der war runtergesetzt auf 5 Euro und ich fand den ganz schön hier mit den Farben. Der ist in 98, sieht so riesig aus. Aber ich fand den ganz schön hier mit den Regenbögen und mit passender Hose und eben hier so eine richtig schöne Jacke, auch richtig schön dick. Perfekt jetzt für die Jahreszeit. So, Lia hat mir jetzt hier ihr Baby gebracht. Oh, das ist hier das Baby. Macht das hier Haie? Ja. Soll Mama auf den Arm nehmen? Oh. So klein warst du mal, Schätzi. Ich habe mir jetzt übrigens hier einen Zettel und einen Stift geholt. Dann kann ich einmal aufschreiben, was wir schon alles haben und was wir noch brauchen. Denn ich muss auch gleich mal die Stoffbündel durchgehen, die wir schon gekauft haben. Baby macht Haie, hört ihr? Ja, genau, Baby macht jetzt Haie. Schön zugedeckt. Ich habe Lia übrigens gerade schon die neue Jacke angezogen, weil sie sich gerade beim Pizzaessen ziemlich eingesaugt hat. Wo ist das Bett? Da, guck, nein. Ja, genau, in den Kinderwagen. Musst du das Baby bringen in den Kinderwagen. Oh, sie wird so eine mega tolle große Schwester. Ich bin echt begeistert. Jetzt bringt sie es im Kinderwagen. Gott, das ist so niedlich, ne? Macht der jetzt Haie? Super. Schiebst du den in den Schlaf? Ja. Oh, super. Oh, ich denke, Bibi muss heiern. Schon fertig mit heiern? Ja. Okay. Genau, Thema Stoffwindeln. Ich habe ja hier die Kiste mit den Stoffwindeln, aber da ich mich beim letzten Ultraschall sehr auf ein Mädchen versteift habe, weil es für mich aussah wie ein Mädchen, habe ich die ein oder andere Stoffwindel für Mädchen gekauft. Es war so ein großes Paket und da war die eben dabei. Also 2, 3 Stück waren dabei. Ich habe das Paket nur gekauft, weil es sehr günstig war. Und da waren eben 1, 2 Mädchenüberhosen dabei. Oder Stoffwindeln. Das muss ich natürlich jetzt aussortieren. Also eigentlich habe ich gedacht, das ist ja total egal, was ein Baby am Po hat. Jetzt, wo ich weiß, es wird ein Junge, fühle ich mich aber irgendwie komisch damit. Also das muss jeder selber entscheiden. Und Farben sind für alle da. Und Lia trägt auch ganz viel Jungsklamotten. Aber man muss sich als Mama einfach damit wohlfühlen, finde ich. Genau, das ist meine Meinung. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn mein Sohn eine rosa Stoffwindel anhat, dann ist das so. Da könnt ihr, wie gesagt, auch eine ganz andere Meinung haben. Das ist meine Meinung. Aber deswegen müssen wir das auch gleich nochmal durchgucken, damit ich dann auch weiß, was wir da noch alles gebrauchen. Also was wir da noch brauchen, weil da brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen. Und ja, wer weiß. Also bei Lia sind die meisten Stoffwindeln eigentlich neutral. Das heißt, wenn Lia ihre Stoffwindel nicht mehr braucht, geben wir die ja weiter, beziehungsweise nutzen wir die dann für beide. Und da sind die meisten eigentlich neutral. So. Jetzt hole ich aber erstmal die andere Kiste noch runter, damit ich da auch nochmal schauen kann, was ich denn da noch drin habe. Und dann werde ich hier mal die ganzen Sachen durchgucken, wie viele Bodys ich habe, in welcher Größe, wie viele Strampler und was wir halt noch alles brauchen. Und da schreibe ich hier am besten mal die Größen immerhin, damit ich dann das alles nach Größe sortieren kann.
So, hier ist die dritte Kiste mit den Sachen von Lia damals noch. Und hier finde ich tatsächlich auch nochmal eine Stoffwindel. Das ist auch ganz gut. Die war Lia nämlich schon zu klein. Das habe ich direkt aussortiert. Ja, aber fürs Geschwisterchen. Und die ist ja auch sehr neutral, beziehungsweise eher jung sogar. Aber das ist sehr gut. Dann kann ich die auch in eine Stoffwindelkiste packen. Hier habe ich auch noch eine Stoffwindel. Genau, das ist eine Wollwindel. Ist mit kleinen Schweinchen. Ist ja auch relativ neutral. Und hier habe ich auch noch eine. Genau, die ist ja auch sehr neutral. Also perfekt. Haben wir schon mal drei Stoffwindeln. Ach, hier sind sogar noch die Einlagen von der einen Stoffwindel. So, genau. Und dann, ja, fängt es hier schon an mit den rosa Sachen. Diesen Body hatte ich tatsächlich schon in der Verkaufskiste. Also nachdem ich den bei Lea aussortiert habe. Weil die Latzhose dazu habe ich schon verkauft. Ja, aber irgendwie konnte ich mich davon nicht trennen. Ich fand den einfach so schön und jetzt muss ich mich davon trennen. Beziehungsweise verkaufen wir die Sachen ja nicht, aber genau die zwei Sachen können wir ja schon mal für den rosa Haufen tun. Und genauso wie diese zwei Sachen hier. Denn auch diese zwei Sachen sind eindeutig Mädchen. Das hier ist so ein kleines Kleidchen sogar noch. Oh, ich weiß noch, als Lia das anhatte, ey. Die beiden Sachen verbinde ich auch extrem mit ihr. Deswegen werden wir die auch nicht verkaufen. Genau, aber ist ja auch Mädchen. Ja, und der Rest, wie ihr seht, ist eigentlich relativ viel neutral. Ne? Also bei Lia haben wir auch viel Neutrales geholt. Diese Hose tatsächlich habe ich sogar schon fürs neue Baby genäht. Ja, ist ja jetzt auch perfekt. ja, die habe ich, glaube ich, vor einem halben Jahr schon genäht. Beziehungsweise ich habe sie einfach genäht und ich fand sie aber so schön, ich wollte sie nicht abgeben. Und habe sie einfach hier in die Kiste getan. Passt ja jetzt auch perfekt, ne? Würde ich sagen, zum Jungen. Also, genau, alles richtig gemacht. So, tun wir aber auch mal hier hin. So, ich werde jetzt einmal alles ausräumen, durchgucken, sortieren und dann wieder einräumen, beziehungsweise noch aufschreiben, was ich habe. Und diese Latzhose hier, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, da habe ich mal einen Vlog zu gemacht, da habe ich die bestellt bei Mami Kreisel. Da war ich auch nicht mehr schwanger mit Lia, sondern die habe ich danach bestellt, einfach weil ich sie so süß fand. Und jetzt ja, haben wir auch wieder einen kleinen ein kleines Baby, die auch endlich tragen kann. Und das ist ja auch sehr neutral. Genauso wie diese hier, die war da auch bei. Auch sehr niedlich. Geschafft. Chaos ist beseitigt. Alles wieder in die Kisten, wo es reingehört. Hab alles sortiert und auch hier nach Größen. Also oben ist 62 aufwärts bis 74 und da ist 50, 56. Hier habe ich jetzt alle rosenen Sachen raussortiert und hier sind die Stoffwindeln. Das sind die Sachen, die ja noch zu groß sind. Genau, die Kiste haben wir sowieso immer oben gehabt auf dem Schrank. Und jetzt mache ich mich an die restlichen Szenen für das Gender-Reveal-Video. Da habe ich jetzt hier das Ultraschallbild genommen, den Mutterpass und einmal die zwei Konfetti-Farben. Das Rosa brauchten wir ja nicht. Und beim Blauen habe ich einfach, als wir gestern den Luftballon geplatzt haben, einfach mir ein bisschen was noch geklaut vom Boden, bevor Felix das weggesaugt hat. Genau. Also, genau, da werde ich jetzt eine Szene drehen und jetzt überlege ich, was ich gleich noch so drehen kann, weil sonst ist mir das ein bisschen zu langweilig, aber ich glaube, ich habe da eine Idee. So, ich sitze jetzt ein bisschen am PC hier auf dem Sofa, weil ich erstens schon von mir total müde bin und mich eigentlich entspannen muss, aber ich bin jemand, ich kann immer nicht ruhig sitzen bleiben und dann muss ich immer irgendwas machen, aber jetzt nutze ich die Zeit und mache ein bisschen was an meinem Nebenjob. Denn ich schneide ja nebenbei für einen anderen YouTuber Videos. Und da habe ich jetzt gestern eine E-Mail bekommen, was beim neuesten Video noch geändert werden soll. Und das wollte ich jetzt kurz machen, damit ich das auch schon mal abgehakt habe. Und genau, dass das Video dann auch fertig ist. Und dann soll der Hund gleich noch raus. Ich habe alle Teile für das Geschlechts...
Video gedreht. Ich habe jetzt hier gerade noch mit diesen zwei Karten was gedreht. Hurra, ich bin ein Junge und hurra, ich bin ein Mädchen. Und da habe ich gleichzeitig auch noch ein paar Fotos gemacht. Also mit der Jungskarte natürlich. Genau, die habe ich jetzt auch gerade schon alle bearbeitet, die Fotos für Instagram, damit ich die dann auch Tage hochladen kann. Und jetzt, wie gesagt, mache ich hier erstmal was an meinem Laptop. Das Schneideprogramm lädt gerade. Und Lia spielt gerade in der Zeit. Und dann, wie gesagt, wollen wir gleich noch einmal Gassi gehen.